Einen wunderschönen guten Abend da draußen. Bevor es gleich losgeht hier mit Dungeons and Dragons, jetzt die neue Serie als Freitagsspecial, so ganz kurz zur Erklärung. Wir haben uns einfach mal mit ein paar Leuten zusammengesetzt, haben gedacht, hey, das probieren wir jetzt aus online und mal gucken, was passiert. Da könnte eigentlich eine ganz spannende Geschichte zusammenkommen. Das Ganze ist als Video an sich vielleicht gar nicht so aufregend, aber es eignet sich, finde ich, unglaublich gut als Hörspiel. Also wenn man mal irgendwie abends noch ein halbes Stündchen sich belatschern lassen möchte, gönnt's euch. Ich kann nur sagen, es wird zunehmend lustiger. Also viel Spaß bei Dungeons and Dragons. Für mich kann man loslegen. Ich bin da, so halbwegs. Ich liege hier in den Armen eines starken Mannes. Ich fühle mich ganz toll. Du bist doch ein Mann, oder? Ich bin damit beschäftigt, auszurechnen, wie viel man für einen Baden kriegt. Macht ihr das? Ja, machen wir so. Wie mache ich denn das jetzt? Ja, wenn nicht immer der Magier weiß, wie das geht, ist das schlecht. weil da ist ja kein Hit-DC. Nee, du musst an sich nichts würfeln. Was Ach. Du normalerweise brauchst, ist eben, sind Komponenten, und zwar in dem Fall jetzt ein bisschen Vlies. Lass mal ganz kurz in deinem Equipment gucken. Du hast zumindest mal einen Component-Pouch dabei. Also du hast was dabei, wo du Materialien drin sammeln kannst. Insofern gehe ich mal davon aus, dass du am Anfang deines Abenteuers auch ein bisschen Vlies eingepackt hast. Dann ist es einfach nur ein Zauber, den du wirkst. Und dann beschreib mal, was du versuchst, dorthin zu zaubern. Denk dran, nochmal ganz kurz für euch zum Maßstab. Guckt mal kurz auf die Karte. Jedes von diesen Quadraten ist ein 5-Fuß-Bereich. Du kannst insgesamt 5 Fuß abdecken mit deiner Illusion. Das heißt, denk drüber nach, wo du irgendwas einsetzt. Also wenn man sich die Karte anguckt, haben wir ja den Fluss und dann das kleine Stückchen Weg bei der Treppe. Da würde ich das erstmal auf den Weg zaubern. Nee, warte mal. Okay, vom Winkel von der Brücke aus wird es vielleicht mehr Sinn machen über das Wasser, dass man Stückchen Erde da, wo man langläuft, müsste in dem Winkel nicht wirklich sichtbar sein. Und ab dem Punkt, wenn man im Wasser ist, müsste man ja theoretisch unsichtbar dann sein für die Goblins, die weiterhin. Dann würde ich das halt in den Bereich von dem Fluss dann wirken. Wie gesagt, das ist dann ein exaktes Abbild von der Blickrichtung von der Brücke aus in den Höhleneingang, dass sozusagen das 1:1 einfach abgebildet ist. Object. Ja, lassen wir mal zu. Dann, ihr seht, wie eben ihr nicht wirklich viel seht. Bis jetzt sieht es für euch so aus, als wäre da einfach nichts geschehen. Ich habe meinen Zauberspruch gewirkt, also das müsste jetzt. Du hast ihn gewirkt, ja. Aber nee. was euch. Das war, glaube ich, gerade die Info für uns quasi. Ja, das war an die Gruppe gewandt. Aber was euch vielleicht doch. Macht mal einen Wahrnehmungswurf. Die wollen gerade vorausstapfen. Das war Perception, ne? Mhm. Vetra, du nimmst nichts wahr. Ja, du sowieso nicht. Yes! Du hast das Gefühl, der Zauber ist einfach fehlgeschlagen. Es ist ein unfähiger Magier. Da ist nichts passiert. Oh. Einmal mit Profis. Ich will ja nichts sagen, aber der blöde Ork for Wins, ihr Loser. Gregor, du hast nicht wirklich ein Gefühl dafür, was passiert ist, aber du hast das Gefühl, irgendwas ist passiert. Sehr gut. Und Jalm, du nimmst wahr, dass anscheinend von einer Stelle zur anderen, es wirkt vorher, als würde das Wasser fließen, und an irgendeiner Stelle wirkt es, als würde einfach nichts passieren, und hinten dran fließt es wieder normal. Ich glaube, der Zauber wirkt für unseren Zauberer ab. Ich gehe voraus. Gehe als erster raus aus der Höhle und direkt rechts zum Baden.
Wir sollten nichtsdestotrotz hier raus schleichen. Ja, dann geh du mal vor, ich bin mal gespannt. Als grober Vorschlag. Müssen wir jetzt Initiative machen, wer vorläuft, oder? Initiative musst du nicht machen. Nee, lauf du mal. Du meinst ja, es funktioniert. Dann probier's mal aus. Ich bin gespannt. Ich habe da nicht so das Vertrauen. Ich bin gerade am überlegen, ob ich Stealth mache oder ob ich einfach rausrenne. Mach's langsam, mach's leise, bitte. Ja, nicht über. Kann ich mit dem Salto arbeiten vielleicht? Besser nicht. Ich bin athletisch. Riesig wie du bist, machst du einen Schritt und du bist draußen. Ja, aber wenn ich schleich, sind's... Ja, komm, ich schleiche, deine Deppen. Wenn's mich erwischt, hau ich die Axt vor die Nuss, ehrlich. Inkompetent Idioten. Unfassbar. Feiglinge sind's auch noch. Wo ist er denn jetzt? Ja, warte, ich mach mich auf den Weg, Menschenskind. Ich will nur gucken, ob ich es unauffällig mache oder nicht. Na, wohl eher nicht. Nee, eher nicht. Ich hab's auch einfach nicht gewollt. Was kann man von einem Halborg schon erwarten? Ach komm! Geh doch dein Seil knutschen da oben bei deinem Wolf, ganz ehrlich. Also streng genommen ist das dein Seil. Stimmt, ich mach's einfach wieder ab. Dafür musst du das mal hochkapseln. Das heißt, der Ork rennt jetzt mal wieder völlig überstürzt. Ich fall ihn auf die Fresse. Wollt ihr da jetzt so laut diskutierend rausschleichen, oder? Nee. Ich bin doch schon geschlichen. Du schleichst halbwegs voran, stolperst. Aber du kommst raus und siehst dort eine einsame Leiche. Der Rest, trippel, trappel, kommt alle so lang miteinander raus. Lange vor. Ich verlange, dass ich auch das Schleichen versuche. Was war da gerade mit Leiche? Schleiche. Eine Minute. Ja, komm, eine Minute sollte eben von euch lang, um da rauszukommen. Und ihr steht vor der Höhle. Ihr merkt immer noch, dass da so ein gewisses Getöse ist. Ich gehe direkt zum Baden. Ich lasse mich von nichts mehr aufhalten. Ich gehe direkt zum Baden und heb den mit einer Hand aus der Hecke. Zum Baden im Sinne von, du gehst in den Fluss und wäschst dich? Oder im Sinne von, du gehst zu dem mit dem... Ja, aber ich nehme ja mit so einen kleinen singenden Schmauser, der halb tot ist. Okay. Mit dem Baden-Baden. Mit dem Baden-Baden. Nein, ich will gucken, ob der wirklich nur noch halb tot ist oder ob er jetzt durch ist. Das interessiert mich brennend. Tut der noch was? Ich heb mit einer Hand hoch und hau mit der anderen ihm zweimal auf die Wange und so gucken, was passiert. Muss ich dafür was würfeln? Ja, ich mach das. Okay. Würfel bitte mit einem W4. Ach du Scheiße, ich hau den kaputt, ey. Potenziell? ein D4, ja? Wie viel? Bitte nicht stark. Mim, wie viele Lebenspunkte hast du insgesamt? Insgesamt, nicht die Frage, also die Frage ist wirklich insgesamt. Schau tot! Insgesamt meinst du jetzt, wie ich ursprünglich hatte oder wie? Oder? Insgesamt, wie du ursprünglich hattest, ja. Das kann ich dir nicht sagen, ich habe hier immer noch nur dieses Failure Success Death Saves Fenster. Ja, wenn du abdrückst, du hattest 12, okay. Ich glaube, ich hatte 12, ja. Soll ich abdrücken? Würfel bitte mit einem W20. Ich? Was? Ja. Moment, also ich mache ein W4, ja? Ja. Ohne Plus. Ich mache einen 20 ohne Plus. Okay, ich zuerst. Ja. Ich oh Mann! Nimm bitte den ersten Haken bei Failure wieder. Dieser blöde Ork prügelt mich. Ich liebe dich, Puss. Ja. An den Rest, ihr seht, wie dieser Halborg zu dem Zwerg, der auf dem Boden lag, gegangen ist, den Zwerg hochgehoben und ins Gesicht geschlagen hat. Wollen wir den Zwerg in Ruhe lassen und vielleicht einfach eine lange Rast machen, am Ende derer er dann wieder aufsteht? Ich hebe ihn höher und gucke verdutzt. Sag mal. Ist eigentlich immer so ein Idiot? Ist der eigentlich immer sowas? Es scheint fast so. Und unsere erste Begegnung mit Goblins hat der Kollege auch verschlafen. Das sind mir ja die Liebsten.
sagt der Flügelmann, der plötzlich auftaucht mitten in der Nacht. Ja, geht ihr mal schlafen, ich brauche keine Nacht. So Leute brauche ich nicht, ich halt Wache. Ich komme ja gerade erst dazu. Aber ich leg mich, ich halt mal Wache. Ich halte auch Wache, ich traue dem keinen jetzt gesagt, mehr. Wir machen das vielleicht nicht direkt vor dem Höhleneingang, in dem die Goblins waren. Doch. Aber ganz stealthy. Ja, gäbe es eine andere Möglichkeit? Können wir uns wir können uns ein bisschen in den Wald zurückziehen. Ich würde gerade sagen, also ich meine, wir haben hier direkt in der Umgegend jede Menge Wald. Aber ich gehe nicht vor, Leute. Ich bin beim letzten Mal gerade so mit einem Doppelsalto nach Falle entkommen. Ja. Ich gehe nicht vor. Ich heb den Baden immer noch, aber ich gehe nicht vor. Ich würde mir gerne, nachdem der Bade gerade einen netten Schlag eingesteckt hat, mir sicherheitshalber nochmal anschauen und mal schauen, ob man da nochmal jetzt was tun muss oder ob es reicht, wenn er sich nochmal ein bisschen ausruhen kann. Ich halte ihn dir hin. Dann mach das doch mal. Ich halte ihn dir gerne hin, weil ich mag ihn ja. Deswegen klopfst du zu Brei, oder? Mint, wirst du bitte einmal so mit gecatchelt. Ich kann nichts dafür, wenn der aus Glas ist, ey. ihr wisst es vielleicht nicht, aber in meinem Kopf ist ein Lied, das der Bade mir die ganze Zeit parallel schickt. Halb Ork rüttelt Baden, panisch in der Not, halb Ork keine Barmen, schlug in einer Tod. Was, wie ist? Ich soll nochmal würfeln, wird? Du kannst nicht reden, soll ich nochmal schlagen oder was? Bitte nicht. Bitte nicht. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt nochmal würfel, kostet mich das endgültig mein Leben. Soll ich wirklich? Lass dich von mir nicht aufhalten. Der Spielführer hat's gesagt. Ist das gut oder schlecht? Es ist mal eben, ihr macht jetzt nicht so weh jetzt. Einmal einen Haken bei Success dann rein. Ich glaube, es ist gut. Wie gesagt, ich würde mir unseren Baden gerne nochmal anschauen, weil das sah mir gerade getrieben hat. Du siehst, dass der Bade relativ unstabil, also nicht stabilisiert aussieht. Der war nochmal stabilisiert. Da würde ich gerne was gegen tun. Ich bin ja proficient in Medicine. Das dürfte, glaube ich, ganz gut funktionieren. Dann versuch das bitte mal. Ein Lateiner? Also. Ja, du hast ihn erfolgreich stabilisiert. Habe ich ihn immer noch in der Hand? Magst du? Ich frage für einen Freund. Seid jetzt da schon wieder 3 Minuten vor der Höhle. Ja, also okay, also er ist jetzt stabilisiert, ja? Sind wir uns einig? Er ist jetzt stabil, wir haben uns setzen uns jetzt und warten, bis er wieder fit ist und ich wiege ihn liebevoll im Arm beim Wacher. Also wie gesagt, ich hätte ja gesagt, wir ziehen uns ein Stück in den Wald zurück für die Rast, weil das jetzt stimmt, direkt ja vor der Höhle ist das nicht das Gesündeste. Wollen wir da unten rechts in die Lichtung gehen? Joa, hast du die Lichtung direkt neben dem Höhleneingang? Nee, ja, da unten die Lichtung, bei dem Wald, da hat man noch einen Blick auf die Höhle. Wenn einer rauskommen würde, könnte man es sehen und man hätte noch einen gewissen Abstand zu. Denke ich jetzt mal. Was sind das? 5 Fuß in 1 Quadrat, das sind 20 Fuß weg vom Eingang. Das sind 12 Meter. Naja, okay. Ja, das ist vorbei. Weniger. Ja, dann gehen wir halt nochmal 15 dann Fuß weiter, dann sind wir 5 Fuß sind, meine ich, knapp 1,5 Meter. Das wir werden wir vielleicht unten in den Wald gehen und eine Wache auf der Lichtung lassen. Vielleicht, da, um dieser, ein Verhältnis dieser zu setzen. Nachtwächter, da hat sich ja angeboten. Gregor packt 30 Fuß in einem Zug. Ein Zug sind 6 Sekunden. Dann also ab in den Wald. Als Verhältnis. Ja, Alter, was ein Sprinter. Du packst das auch. Ich glaube, du bist sogar schneller. Also ja, ziehen wir uns in den Wald zurück und bauen da ein Lager auf. Voll länger. Ja. Guter Plan. Ihr erinnert euch, dass aber auch noch 2 Ochsen irgendwo von euch zurückgelassen wurden. Ich hol das Fass! Da wusste ich jetzt nichts von, ne? Ich möchte gerne unseren Flügeltyp mitnehmen, weil dem vertraue ich schlagartig.
und erzähle ihm feierlich, dass wir noch ein Fass haben. Wo willst du denn hin? Das musst du mir jetzt noch erklären. Also, das weißt du vielleicht nicht, aber die ganzen Trottel hier haben beschlossen, den Typen zu retten und dafür ein Fass mit feinstem Alkoholisiakum zurückgelassen auf einem Karren. Ich bin dafür, wir holen das, um uns für die Nacht zu stärken, damit wir Wache halten können. Okay. Aber denk dran, du musst an den Pfeilen vorbei, um zu dem Ochsenkarren zu kommen. Die sind ja schon ausgelöst. Und waren das denn definitiv alle? Das kann ich nicht sagen. Definitiv. Wäre mir nicht so ganz sicher. Also ich lasse den Baden fallen, um dir meine freie Pranke hinzubringen. 10 Damage. Okay, ich halte mal ein bisschen Abstand. Du scheinst mir hier eher der Grobian zu sein. Ich versuche leidenschaftlich, dein Flügel zu schütteln. In der Zeit gehe ich mal zum Mim und ziehe dir ein bisschen weg von unserem gut Ork. Halb Ork. Ja, dann ich wollte schon mal sagen, soll er meine Axt halten? Ich werf sie ihm zu. Ja, gehen wir mal los, Proviant holen. Ne? Das finde ich eine gute Idee, du. Und wehe, jemand fasst den Baden an. Dem darf nichts passieren. Ich mag ihn. Gut. Oh Mann. Oder soll ich ihn lieber mitnehmen? Nee, nein, besser nicht. Lass ihn mal da. Okay, also, dann ihr bleibt hier, schlagt Lager auf und wir gehen mal die Ochsen holen oder gehen alle zu den Ochsen? Also, ich glaube, es könnte vielleicht sogar geschickter sein, wenn wir alle zu den Ochsen gehen. Na, scheiße, und dann einfach bei den Ochsen unser Lager aufschlagen und dann einfach wieder hierher kommen. Ja. Verdammt, ich habe auch der kleine weg? Fliegetyp, trinkt keinen Alkohol, ich habe das fast für mich. Wie weit ist das denn? Kommen ein wir da? Stückchen. Okay. Geh voraus, ich zeig dir den Weg. Also ich werfe mir den Mim auf den Rücken, also so geschultert. Das ist meiner. Wirf mal ein B4. Bin ich auch dafür. Ja, dann auf geht's. Ja. Ihr geht vor, ich habe keine Ahnung. Ich gehe diesmal nicht vor. Könnt ihr vergessen, ich bin jetzt beleidigt, weil man mich nicht allein gehen lässt. Ihr seid ja noch gar nicht vor allzu langer Zeit den Pfad lang gegangen. Lauf diesmal den Pfad die andere Richtung und kommt als erstes an einer Fallgrube vorbei, die anscheinend mal abgedeckt war. Ich erzähle unserem neuen Freund ganz ausführlich, wie elegant ich mich aus dieser Falle gerettet habe. Zwei Saltos rückwärts. Fett auf den Hintern gesetzt. Und das eine Frechheit ist das, das war ein 23er Wurf. Der monotone Marsch zieht sich noch eine ganze Weile vor sich hin. Wir vermissen den Boden. Bis ihr zu einer Art Stolperfalle, würde ich es mal nennen, kommt, die wen auch immer es ausgelöst hat, anscheinend mal nach oben ziehen sollte. Also an die Falle kann ich mich nicht erinnern, aber da habe ich auch nichts zu tun. Weiter. Was habt ihr denn hier? Doch, die haben wir mit einem Stock ausgelöst. Ah, stimmt, ich wollte sagen, ich war an dieser genialen Lösung beteiligt. Weiter. Ich wollte gerade sagen, wer kam denn auf die schlaue Idee des... Ich deute mit meinen dezenten Fingern auf mich. Ja. Und ihr lauft den restlichen Weg dann ohne weitere Vorkommnisse bis zum Ende durch. Stoßt wieder auf den, ne, auf die Ecke des Weges, der Straße, des Pfades, auf der ihr eben auf diesen Trampelpfad eingebogen seid. Und seht wieder auf der Straße oder auf diesem Weg vor euch die zwei toten Pferde mit den Pfeilen. Oder nicht mehr mit den Pfeilen, die wurden hier rausgezogen. Die zwei toten Pferde auf dem Weg liegen. Was ist hier passiert? Was sind das für Pferde? Das sind die Pferde von unserem Auftraggeber und seinem Leibwächter. Oh, wow. Scheint ja gut gelaufen zu sein. Ja, das, wie gesagt, den Leibwächter haben wir schon in der Höhle gesehen. Wir vermuten mal, dass unser Auftraggeber auch irgendwo da drin ist. Okay. Ich habe keine Ahnung, welche Typen sind. Unsere Ochsen haben wir ja irgendwo da in der Nähe im Wald versteckt. Vielleicht sollte sich jemand daran erinnern, wo wir sie hingestellt haben. Wer hatte sie denn eigentlich damals versteckt? Jetzt sagt mir nicht, dass es der Bade war.
rast dich aus. Ich glaube, wir hatten damals keinen Direktor für dediziert im Zweifelsfall. Ich glaube, einer hat sein Seil gegeben und in der Gemeinschaftsaktion. Der am meisten mit den Viechern zurechtkam. Wer was? Vielleicht würfeln wir einfach mal auf Wahrnehmung. Vielleicht hören wir sie ja, wo sie sind. Ihr versucht sie zu hören, ich versuche den Alkohol zu erschnüffeln. Ich bin dabei. Zu erschnüffeln. Erschnüffeln. Ja, dann machen wir das doch mal. Ich stell's mit würfeln. Der berühmte Ausdruck, riech es wie ein Ork. Wahrnehmung war wieder was? Perception. Ach, Perception. Jo, da haben wir doch schon. Nee, nicht mal zwei, plus zwei. Mal zwei wäre auch schön. Weißt du, mal zwei geteilt durch. Ja. Aber ich glaube, ich riech nix. Der Einzige, der den Alkohol sucht, hat nichts mitgekriegt. Ist das fast noch zu, oder was? Ja, das sollen wir ja, das gehört zu dem Zeug, das wir abliefern sollen. Unangetastet. Petra, Gregor, Ignifilion und Biloril. Ihr seht alle, oder entdeckt nach kurzer Zeit, den abgedeckten Karren und die zwei Ochsen vorne dran. Jalm, du siehst den Karren leider nicht. Aber du siehst zumindest zwei Ochsen da irgendwo gerade. Die wir angeboten haben oder die zwei, die gerade den Karren entdeckt haben? Du siehst die zwei, die ihr mal angebunden habt. Ach so, schade. Ich gehe hochmotiviert an euch beiden vorbei Richtung Fass. Wie gesagt, Finger weg vom Fass. Das gehört nicht uns, das gehört unserem Auftraggeber und soll abgeliefert. Was meinst du, was wir von dem Typen kriegen, wenn wir wirklich den Arsch retten? Also, ich bin zwar neu hier in der Truppe, aber ich wäre auch dafür, das Frieden zu lassen, wenn es nicht euch ist. Noch so ein... Weck den Baden auf! Der trinkt auch gern! Ja, siehst du, machen wir doch erstmal eine Rast, oder? Direkt auf der Straße bei den toten Pferden. Im Schneidersitz vorm Ochsen, der passiert nichts. Ach so, ich dachte, ich dachte, diese Ochsen wären quasi im Wald versteckt und wir wären jetzt von der Straße. Das stimmt so. Wir haben die auch ein Stück später raus. Ja, dann können wir auch jetzt hier rasten. Ist das falsch? Sollte man meinen, ja. Ja, dann lass uns das doch mal tun. Also eine lange Rast. Lange Rast. Es sollte jemand Wache halten. Ja, ich kann Wache halten. Ich bin fit. Mir geht's gut. Ich habe die erste Zeit verpennt. Ja, same here. Ich kam ja gerade erst dazu. Gut, dann machst du Luftüberwachung. Genau. Kleines Flatterviech und ich guck, dass hier keiner über den Weg läuft, den ich nicht mag. Auf geht's. Hat irgendjemand ein Zelt dabei oder sowas? Als ob ich ein Zelt bräuchte, ich bitte dich. Ich war jahrelang auf großem Meer, ich brauch doch kein Zelt. Schlafen in den Wellen. Affe. Welche Wellen? Die auf dem Meer halt. Wer da pennt, kann doch irgendwo hier irgendwo ein Meer. Also ich hab kein... Ich halt doch eh Wache! Aber nicht die vollen 8 Stunden. Doch. Doch. Das geht dich einen Scheißdreck an, wenn ich wach bleibe. Ja, wir können uns das ja teilen, die Wache. Du bist nicht meine Mama. Ja, im Optimalfall hätte ich jetzt gesagt, machen wir so Minimum 3 Wachschichten. Mhm, okay. Das dürfte das Gesündeste sein. Dann fange ich mit der Nacht. Erste. Ich will jeden Fall die Erste. Hast du Nachtsicht? Jo. Dann würde ich mich als erstes anbieten, solange es noch hell ist, weil ich habe keine Nachtsicht. Das ergibt Sinn irgendwo. Ich stelle mir vor mich hin und sag und ich stelle mir gerade so einen Menschen vor, der mit einem Halborg redet, hast du Nacht? Ich überlege mir, ob ich mir einfach auf die Fresse schlag. Dann wirklich Feather Falling auf deine Hand, dass sie ganz sanft meine Bange. Dann nehme ich die andere, du Trottel. Dann spürst du die Feder im Gesicht. Nee, ich knurre einfach, mir ist das egal, dann mache ich halt die zweite Nacht. Bereitet ihr irgendwas vor, holt ihr irgendwas zu essen? Nehmt ihr das Proviant, was da auf dem Karren drauf ist? Ja, aber ich fasse ja nicht meine Ration an. Ich bin ja nicht hier wegen mir, sondern wegen dem Karren. Also essen wir definitiv den Scheiß vom Karren. Wir machen ein Feuer und grillen die toten Pferde. Das ist eine gute Idee. Wunderbar.
die Idee ist gar nicht mal so blöd. So. Beziehungsweise wie frisch sind die Pferde denn streng genau noch? Sind die schon am Gammeln und Verwesen relativ heftig oder erwecken die den Eindruck, dass man die mehr oder weniger gefahrlos grillen kann? Gibt es jetzt Natur- oder Wahrnehmungswurf? Waren das zufällig Giftpfeile vor? Achso, ich weiß ja nichts von Pfeilen. Mach mal einen Investigation-Wurf und einen Nature-Wurf, bitte. Ja, super, Investigation war das oder? Und? Also ich habe bei Investigation so einen schwarzen Punkt. Mhm. Das heißt einfach nur, du hast einen Plus-Torf, also du bist erfahren da drin. Okay. Also du hast ein höheres Plus. Was? Investigation und Nature? Soll das jetzt alle machen? Nee, eigentlich nicht, aber anscheinend macht ja jeder ganz gerne. Oh, okay. Naja, ihr seht, wie alle so ein bisschen wie ist die Sendung mit Ratio? Ich höre gerade gar nichts. Geht euch auch so? Die Rente von deiner Sorte war weg. Ja. Was ist denn ein Critical Fehl? Wow! Und damit sind wir zurück zu Push to Talk. wie heißt denn die Sendung, wo dieser Horatio Kane ist? Immer so cool, die Sonnenbrille aufsetzt. CSI Miami. Ihr steht gerade alle um ein Pferd herum und jeder versucht da so ein bisschen was rauszufinden. Ja, ihr seht, wie da wieder alle so ein bisschen als erstes sich die Wunden angucken, danach an dem Pferd riechen. Und Belo, oh, geil. Belo, du jetzt, welcher Wurf war denn eigentlich für was bei euch? Keine Ahnung. Also bei mir steht Sebals dabei. Das finde ich gut. Belo, du siehst an dem... Aber das ist doch relativ egal bei mir. du siehst an diesen Pfeilwunden, dass er auf jeden Fall von Pfeilen getroffen wurde. Und bei dem Pferd, du erkennst, es ist tot. Nicht mehr. Merkst du da aber nicht. Ignifilion, für was war denn dein letzter Wurf? Das war Investigation. Für Nature habe ich noch nicht gehört. Okay, du merkst, dass aus diesen Wunden nicht mehr so wirklich Blut rauskommt. Die Wunden sich also schon wieder so leicht verschlossen haben. Aber du weißt auch, dass die Pfeile da erst kurz rausgezogen wurden. Also du kannst nicht wirklich daraus was schließen. Außenrum denkst du aber, dass das Blut schon so geronnen ist, dass es auf jeden Fall mal ein Tag oder anderthalb Tage her ist. Mhm. Jan, wofür war denn dein Wurf? Der zweite war Nature. Also ich bin mir unsicher, ob es ein Pferd ist, habe ich schon gesagt. So wirklich sicher, wann das Pferd gestorben ist, bist du nicht. Du denkst aber, es riecht jetzt nicht wirklich verwest oder super alt. Die Frage ist, ist jeder von euren Charakteren denn bereit, ein Pferd zu essen? Jo. Ja. Das ohne wirkliche Not? Okay. Ja, auf jeden Fall. Die sind sowieso tot. Pferdefleisch ist gutes Fleisch. Wupp, Fleisch. Da habt ihr zumindest mal einen gemeinsamen Faktor. Ihr könnt zumindest mal sagen, ihr seid die Pferdefleischgruppe. Ich mag Lasagne. wer ist denn jetzt die Informationen, die ihr bekommen habt, solltet ihr mal noch mit eurer Gruppe teilen? Also, die sind definitiv tot. Riecht wie Pferd. Ja. Riecht wie Pferd. Und da sind Pfeile drin. Riecht wie Pferd. Mhm. Also, sind jetzt ungefähr, schätze, Tage alt. Also, so lange liegen die jetzt hier. Vergiftung sieht nicht aus, aber... Riecht nicht nach Gift. Kann ich euch jetzt riecht nicht nach Pferd. Riecht noch nicht verwest, also kann man es noch essen. Ja, komm, hau mal rein. Ich würde dir jetzt raten, aber ich würde es grillen vorher. Nur... Dann mach die Hufeisen ab. Ganz ehrlich, habe ich mal probiert. Geht total auf den Kiefer. Bisschen Eisen in der Ernährung ist doch gut. Aber nicht Huf. Eisen. Also machen wir Lagerfeuer, grillen die Pferde und aussah. Ja. Genau. Ja. Wer von euch schlachtet die Pferde? Also ich würde mich um das Lagerfeuer kümmern. Wozu habe ich Produce Flame? Die Frage ist,
Wollt ihr filigrane Filets oder? Fette Steaks. Ja, du würdest, da jetzt, einfach, du würdest da jetzt einfach einen Spieß durchjagen und übers Feuer hängen, oder? Nee, ich habe bis jetzt noch keine Chance gemacht, meine zweihändige Großaxt zu benutzen. Und ich denke, dass so ein Wirbel auch nur relativ ist. Also, also ich würde ungern Gulasch essen. Ich hätte es schon gern noch als Steak. Ja, ich mache auch nur 4 Hiebe. Also das wird eine souveräne Filetsache, das sage ich euch. Also 4 Beine gibt es, Stück Kopf. Sehr gut. Wir sollten vielleicht noch eine, ich sag mal, leichter essbare Variante für unseren halbtoten Freund dahin. Ja, das Mousse kann einer von euch, oder soll ich das mit der Faust dann auch noch weg? Ich wollte gerade sagen, das ist dann eher so deine Wahl. Bitte, dann machen Sie den ersten Schnitt. Damit das Fleisch dann schön zart wird, erstmal durchkneten. Ne? Genau, darfst du. Will vielleicht jemand meine Axt haben, um es besser zu machen? Bitte! Ich trete demonstrativ einen Schritt zurück und halte die Axt in diese ihr alle zusammen, ihr Aff. Niemand kann deine Axt anheben, außer dir. Die hat eine Reichweite von 5 Fuß. Das macht der Zwerg als Strecke. Das ist eine Frechheit. Darf ich jetzt? Darf ich filetieren? Ja. So, was werfe ich zum Filetieren? Das Fleisch. Auf die Axt. Ja. Chef, was muss ich würfeln, wenn ich filetieren will? Push to talk. Wenn du wenn du filetieren möchtest, dann würfel nichts. Würfel auf Animal Handling. hab ich plus 1, ihr Loser. Noch eine kurze Erklärung, wie es funktioniert, dass da irgendwas dabei steht. Ja. Wir gucken mal einfach gleich. Okay. Du.